Wir treffen auf Wettermann Phil, der nach Punxsutawney fährt, um vom jährlichen Murmeltiertag, dem Groundhog Day, zu berichten. Er ist allerdings überhaupt kein Fan von dieser kleinen Stadt und will so schnell wie möglich wieder nach Hause. Doch durch einen Schneesturm steckt er da fest. Sie müssen eine Nacht übernachten. Und als er am nächsten Morgen aufwacht, ist wieder der 2. Februar Murmeltiertag. Wir sehen auch auf der Bühne jeden Tag wieder neu entstehen. Das Spannende im Musical ist, dass wir einfach die Tage aus verschiedenen Perspektiven sehen. Die werden dann verkürzt und es wird witziger dadurch für die Zuschauer, Tag um Tag um Tag zu sehen. Und ja, wir erleben eben, wie Phil, der Wettermann, einfach immer mehr verzweifelt in seiner Situation. Und das ist einfach auch auf der Bühne sehr, sehr spannend zu beobachten. Ich bin ein großer Fan von dieser Story, weil ich glaube, es geht um die Frage, zu scheitern und weiterzumachen. Phil ist jemand, der ein großer Perfektionist ist und das Gefühl hat, dass er perfekt ist. Und er erlebt eben aber, dass er nicht weiterkommt mit seiner Strategie, die er bisher gefahren hat. Und das Spannende finde ich, wenn wir sehen, wie er anfängt, sich selber zu verändern und uns dann auch Gedanken über uns selber vielleicht machen, wie wir in unserem Alltag agieren, wo wir in einem Hamsterrad drin sind. Und das halte ich schon für sehr modern und zeitgemäß. Weil es unterhält, weil es einen zum Lachen bringt, weil es einen berührt, weil es Fragen aufwirft, die man vielleicht nicht sofort beantworten kann und weil es einfach fantastisches Musical ist, das man unbedingt sehen sollte.